So, und da bin ich direkt bei Folge 3, na gut, eigentlich Folge 2 am Hustlen. Intro zählt ja nicht als eigene Folge. Ja, ach, es macht ultra Fun. Wir wechseln mal direkt die Klamotten und zwar ziehen wir uns so richtig schicke Dinge an von Dutch oder wer hieß. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zum, okay, gut, wie ich aussehen möchte. Gibt es auch so einen Random-Knopf? Ich bin bei sowas am liebsten auf Random am Start. Können wir nehmen ihn hier, bestätigen. Skin Color. Dann nehmen wir die Mitte. Okay, bei den Haaren will ich natürlich schon ziemlich fancy sein. Was? Klar, gleicher ist das alles. Ja. Das sieht so ein bisschen nach Nathan Drake aus, oder? Der hier. Oder so. Oh, sexy. Ich glaube, das passt perfekt. So wird uns überhaupt niemand erkennen. Die denken direkt, wir sind diese Anführer. Ja, das sind wir. Ich sehe genauso aus. Eigentlich sehe ich genauso aus. Los geht's. Ja. Oberkörper. Boom. Läuft. Des Weiteren. Unterkörper. Boom. Läuft bei mir. Kopfbedeckung. Aha. Ich glaube, ich lasse die weg. Wir können an den Händen was tragen. Nee. Nee, wir nehmen die hier. Das wäre so richtig fancy. Bestätigen. So, Dutch, ich sehe jetzt ultra cool aus. Wo bist du? Da ist im anderen Raum. Ich will noch kurz abchecken. Gibt es hier irgendwas zum Aufheben? Wahrscheinlich nicht. Nee, es ist so. Dutch, ich komme gleich zu dir. Warte kurz. Aha, ich wusste es doch, Dutch. Ich. Oh. Ist in Ordnung. Erste Hilfe-Set. Ja, nice. Love at first sight. Fängt das wieder von vorne an oder geht das direkt da weiter? Alles klar. Gut, die Peggys überrennen alles. Was ist hier? Easy to use. They'll love it. Gewehr. Sehr schön. Oh, ich kann die Sachen hier lesen. Wisst ihr, das erinnert mich jetzt direkt an Fallout. An Fallout. Wie hieß es? Resident Evil Hans Wurst. Der letzten Resident Evil Time. Lieber Mr. Roosevelt, ich nehme an, dass es er, der hier wohnt. Ich würde Sie gerne zu Ihrem Konflikt mit Regierungsvertretern bezüglich Ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser interviewen. Soweit ich weiß, hatten Sie sich um eine Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurde. Was, man braucht dafür eine Genehmigung? Das führte dann zu Ihrem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt und der nun anstehenden Gerichtsverhandlung. Ich hätte gerne Ihre Bestätigung, dass Sie vor Gericht gesagt haben, Wasser ist ein gottgegebenes Recht und die Regierung stiehlt uns unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können Ihren kreidebleichen Arsch darauf wetten, dass ich Sie missachte. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzeichnen zu lassen. Hope Country Chronicle. Ich nehme an, das ist für ihn hier. Er wirkt ja auch schon wie so jemand, der hier im Keller sich so ein Teil aufgebaut hat und ultra am Hasseln ist und keiner weiß wirklich, was er macht. Und so weiter. Dragonfly Vans, Rand One. Also das ist ja Brief an Dutch, das ist auch er, von seinem Sohn, Dad. Ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Oh, aber Anna hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule in der South Street ist eine der besten. Und beschränke doch die Prepping-Aktivitäten auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky darauf steht, aber Anne, machen sie nur Angst. Prepping, ich nehme an, das ist dieses Vorbereiten, Bunkern und so weiter und so fort. Die Sache hier unten eben. Verschlossen. Ich möchte gerne an dein Gerät. Okay, das... Streich das, Dutch. Das klingt merkwürdig. Dutch? Was geht denn hier ab, Dude? Ja. Los. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Aha. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Ja. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner
Noch. Ja, noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Ja. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich rufe dich an, sobald du dich orientiert hast. Okay. Können wir vielleicht die Musik ausmachen? Weißt du, urheberrechtstechnisch ist es sehr unklug, hier Musik spielen zu lassen. Dankeschön. Könnte sein, dass die Stelle jetzt wahrscheinlich gemutet ist oder sowas, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. So, wir nehmen einfach mal alles. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Ja, aber was ist mit meinem Zeug? Sind bereit für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Dutch, wir müssen uns mal unterhalten. Wo sind meine Rohre? Okay. Ich wusste, dass Joseph Seed nichts Gutes bringt, als er sich hier vor ein paar Jahren eingeschlichen hat. Hm. Würden uns beide als zwei Seiten ein und derselben Medaille darstellen, weil die ja entweder faul oder korrupt oder beides sind. Hm. Für mich ist das ganz einfach. Ich bin bereit, alles für meine Familie zu opfern. Und Joseph Seed will die ganze Welt einäschern, um seine zu retten. Alles klar, läuft. Ich finde übrigens, dass die Gesichter echt schick aussehen. Was ist denn das hier alles? Das sind einfach irgendwelche Briefe von... er hat sich da schon direkt ein System gemacht und wichtige Dinge aufgeschrieben zu den einzelnen Personen. Das da oben ist er, der King, ne? Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project at Eden's Gate. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art moderne Noah. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben. Er hat seine Anhänger Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden, wenn seine Prophezeiung wahr wird. Der Typ hat sie nicht mehr alle. Das hier ist dann seine Tochter oder Schwester oder was? Keiner weiß, wie da der Verwandtschaftsgrad aussieht. Anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Die Faith, die Sirene. Sie erzählt rührselige Geschichten, aber Faith ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einem den Verstand mit Bliss. Alle, die den Hanbane River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad, um einer dieser hirntoten Angels zu werden, die ganz schwere körperliche Arbeit für die Sekte übernehmen. Okay, gut, das ist so wie bei den Rockerbanden. John Seed, der Täufer. Das war der dann vor ihn getreten ist mit der Waffe, ne? Direkt dieser Kerl. Der jüngste der Gebrüder Seed und womöglich auch der sadistischste ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen? Ach so, auf der Stirn. Beichten, büßen. Dies sind die vier Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er ein Mitglied des bei Eden's Gate werden kann, sofern er denn überlebt. John befiehlt jedem, die Macht des Jahr zu akzeptieren, damit sein Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, was er will. Okay, wahrscheinlich ein waschechter Psychopath. Na, ich glaube, das war doch eher der hier. Jacob Seed, der Soldat. Der älteste der Gebrüder Seed, ist für die Ausbildung ihrer Miliz oben in den Whitetail Mountains verantwortlich. Das Einzige, woran er glaubt, ist, die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei albtraumhafte Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Oh oh. Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun, die von der Sekte Judges genannt werden. Monsterwölfe? Ich wiederhole, hier ist Dutch. Haben wir die schon gesehen? Also diese Hunde habe ich gesehen, aber Monsterwölfe? Kann ich jetzt vielleicht... Bin ich jetzt befugt? Ich bin befugt. Okay, Safety Fundamentals. All guns are always loaded. Aha. Wir können hier einiges plündern. Und ich nehme an, dann auch Waffen verbessern oder so. Also an diesem Ding. Beziehungsweise hiermit, mit diesem Brauapparat, uns dann diese Tränke herstellen. Brief an Dutch, Dad, wir werden dich nicht mehr besuchen. Das letzte Mal hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wir hatten dir gesagt, dass wir nicht wollen, dass Ricky eine Waffe abfeuert. Aber du hörst dir einfach nicht. Er hätte sich umbringen können. Mein Sohn wird nicht im festen Glauben aufwachsen, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht.
Er ist 5 Jahre alt und hat Albträume wegen eines Atomkriegs. Was stimmt bloß nicht mit dir? Ich dachte, das hätten wir hinter uns, aber du änderst dich nie. Anna hat eine Stelle an einer Universität in Texas angenommen. Ich finde dort auch leicht Arbeit. Die Adresse schicke ich dir nicht. Oh, wie fies. Es tut mir leid, Dad. Ich hoffe, dass du eines Tages die Hilfe bekommst, die du brauchst, Robbie. Aber Robbie, hier geht doch voll die Welt unter, Mensch, hey. Roboart. Dass er sich da nicht einfach mal zusammenreißen kann, ja? Wenn er das durchgemacht hätte, was der Dutch da drüben durchgemacht hätte, hat, ja, dann wär's aber rum mit der Nicht-Waffenspielerei. Oh, Telefon. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Oma dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst. Und pass auf dich auf. Oh mein Gott, Boomer ist bestimmt ein Hund. Ist hier noch was zum Klauen? Plündern. Habe ich da eben Plündern gelesen? Habe ich da eben Plündern gerochen? Ja. Nice. Das ist ein Restroom, kann ich da auch rein? Wie, ich darf nicht aufs Klo? Shit, dude, wortwörtlich shit. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Richard Dutch Roosevelt verbrachte wegen Missachtung des Gerichts 2 Nächte im Gefängnis, nachdem er für sein Recht stritt, Regenwasser in einer Anlage zu sammeln, die der Staat seinerseits als Stausee definiert hat. Ah, es geht um etwas Größeres. Mr. Roosevelt hat dieses Wassersammeln ohne entsprechende Befugnis betrieben und damit aufs eklatanteste die geltenden Gesetze von Montana gebrochen, sagt der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garcia. Mr. Roosevelt bestreitet die Vorwürfe. Gut, also einfach so einen Stausee zu bauen, ist natürlich schon gar nicht mal so unauffällig. Ich dachte, es geht hier um so eine Tonne oder sowas, die er aufstellen will. Aber dann ist es ja gar nicht so korinthengeschissen-kackig, wie ich es dachte. Eine Schaufel läuft bei uns. Halte Kugel drücken, das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit der Maus aus und lasse Kugel dann los. Oder drücke die linke Maustaste. Oben findest du Waffen und Seitenwaffen. Seitenwaffen, meine Damen und Herren. Unten Wurfgeschosse und Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen und Wurfgeschosse bieten eine tiefergehende Auswahl. Scrolle mit durch die verfügbaren Optionen. Och. Und schon wieder habe ich alles vergessen. Ah ja. Haben wir das alles dabei? Nee, haben wir nicht. Shit. Haben wir, okay. Aber immerhin haben wir jetzt eine Pistole. Also, wir haben immerhin wieder eine Pistole. Kein Messer. Hätte er uns nicht irgendwie ausstatten können mit... Zack! Ha! Oha, das ist ja wie ein Speer, das Teil. Okay. I do not drink water. Das würde ich auch nicht aus dem Sifting da raus trinken. Ja gut, dann gehen wir einfach... Halt, stopp. Das heißt, wir haben jetzt... Ja, wir können so einfach durchschalten. Ich meine, das ging vorher nicht. Ob wir mit der Schaufel da irgendwas anderes machen können, also irgendwas ausbuddeln oder so. Wäre ja eine coole Sache. Joseph C. Smith Jansen. Sirene, wo bist du? Ich mach dich sofort kaputt, Sirene. Oh, she. Ne, nicht so weit weg. Dong. Komm her. No. No. Ha. Wir brauchen doch unseren Speer. Ist hier jemand? Ich glaube, wir sind hier safe. Wir gucken mal auf die Map. Ah, wunderschön. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Man checkt bei solchen Spielen ja immer erstmal die Größe ab. Scheinbar ist es hier jetzt nicht die ganze, hoffe ich doch. Nee, es ist sicherlich deutlich mehr, nur können wir noch nicht weit genug raus. Wir müssen ja erstmal, ich glaube, diese Insel hieß es, sollen wir übernehmen. Wir haben hier so Widerstandspunkte, okay. Wir können uns zentrieren, Wegpunkte können wir setzen. Zoomen, wir können... Achso, okay, ich dachte kurz Orbit, was laberst du? Aber okay, dann haben wir hier unser Logbuch, da waren wir ja schon drin. Das ist unser Inventar, können wir das auch generell hier mit aufmachen? Ja, mit Tab kann man das auch aufmachen. Das ist unser Knilch, wie er aussieht. Okay. Also, wir haben hier oben ein Radar. Beziehungsweise... Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde 4 Möglichkeiten. Mhm. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Okay. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf diese Insel haben sie 2 verdammte Schreine gebaut. Unternehmen Widerstandsmissionen an.
Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Da bin ich bei allen dabei. Wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Plötzlich? Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Ich würde sagen, wir machen einfach alles. Monsieur, Madame. Mess Madame's ins Mensieus. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Gefährte. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Okay. Touch out. Touch out. Wir haben keine richtige Karte mehr. Früher hatte man so eine kleine Karte. Da konnte man dann unter anderem die Pflanzen, die man eben so pflücken kann, benutzen kann. Die konnte man da sehen. Befreie Dutchs Insel. Was? Ich sehe noch nicht. Also ich nehme an, es geht hier wirklich richtig hart um die Sichtung. Also wir sehen hier, jeden Baum? Okay, nein, wir sehen ja nicht wirklich jeden Baum. Aber was ich mit Sichtung meine, ist, dass wir jetzt hier vorne halt ein Gebäude sehen und das wahrscheinlich der nächste Außenposten ist. Es ist nicht so, dass es hervorgehoben ist oder so, wie vielleicht in anderen Spielen oder in alten oder anderen Teilen von Far Cry. Ich habe übrigens in der ersten Folge, also in der ersten aufgenommenen Gameplay-Geschichte, habe ich Willkommen zu Fallout gesagt. Ich glaube, das habe ich rausgeschnitten. Über YouTube dann, leicht peinlich. Okay, Johnson Lookout Tower. Silver Lake Conservation Area. Conservation, habe ich richtig gelernt? Warte kurz! Da sind ja Leute! Sektenschrein. Tja, ich habe hier eine Schaufel, mit der ich diesen Insekt... Ist es unser Girl? Nee, oder? Markiert. Markiert. Und... Oh, shit! Ich dachte, das Ding fliegt noch ein bisschen runter. Soll mich jetzt hier aus-takedownen können. Lass sofort die Geisel in Ruhe, du alter Bitcherich. Ey, ich dachte echt, dass die noch... ich hab mich komplett verschätzt. Ich dachte, die fliegt so ein bisschen runter und ich kann ja dann voll in den Kopf reinhämmern. Reinschaufeln, meine ich. Bist du blöd? Nein. Das wird sofort aufgehört mit irgendwelcher Rumschießerei, Rumschlagerei. Okay, warte kurz. Ja! Es ist nicht das Ende. Laber nicht immer so ein April. Kann ich jetzt eigentlich zwischendurch speichern oder nicht? Da, man kann es speichern! Habe ich das vorher nicht gesehen? Ich bin der blinder Köttel. Ist das schon gespeichert? Habe ich jetzt eben gespeichert? Scheinbar speichere ich die ganze Zeit. Oh, das Spiel ist so cool. Also ich weiß nicht, wie es euch gerade gefällt, aber ich finde es da hammermäßig. Oh, das ist doch hammer. Ich dachte, ich kann vielleicht von hier oben dann solche Sachen entdecken. Ist ja wie bei anderen Spielen, dass man auf so einen Aussichtspunkt geht und dann macht so wusch und dann hat man ganz viel entdeckt. Wer bist du denn? Warum? Du bist ein Jäger, nehme ich an, oder? Ich dachte, doch! Ja. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gut... Komm schon, das willst du nicht! Alter, ich... Hey! Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Okay. Wisst ihr, ich visieren jetzt schon die ganze Zeit an, nur halt nicht über Kim und Korn. Versunkene Schätze. Dankeschön, Bro. Dankeschön. Kann ich noch irgendwas mit dir machen? Danke. Bitteschön. Aber jetzt geh weg. Na, geh weg. Zack. Ich kann dir gar nicht genug danken. Oh, Pfeile. Wir haben Pfeile. Vielleicht nehme ich diese Box mit Fleisch mit, wenn du die nicht mehr brauchst. Monsieur Jack. Ja, sag dazu gar nichts. Ist das echt dein Kommentar jetzt? Ich rette ihn gerade noch und er dann danach, scheiß Eichhörnchen, Alter, perfekt nochmal. Das ist deine einzige Sorge, die Eichhörnchen. Die sind aber auch schlimm wieder dieses Jahr, ne, die Eichhörnchen. Ach Gott, ist eine richtige Plage geworden, die Viecher. Super duper. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel oder wie lange ich in der letzten Folge aufgenommen habe. Ich will das natürlich so ungefähr gleich lassen, aber ich will auch weiterspielen, ne? Und ich habe jetzt heute beschlossen, dass ich da ein bisschen was raushämmer eben, ne? Weil es halt ganz neu ist und ich vielleicht sogar einer der ersten 100 Ersten sein kann. Boah! Ach, dir gehört das Haus hier, oder was? Ist hier niemand? Sind wir hier sicher, Winfried? Sind hier die Eichhörnchen, soll ich hier vielleicht platt machen? Gott ist in den Bäumen, im Land,
Nicht in dem Haus. Hä? Aber was ist, wenn Gott doch in dem Haus ist? Dieser Joseph Steed? Steed Reno? Könnte hier drin sein. Komm, wir gehen da mal hoch. Also es gibt scheinbar wieder diese Ziplines, die man hier links sehen kann, ne? Die man runter ziplinen kann. Hier ist echt niemand. Ich möchte alles, also bis auf er halt. Oder bis auf ihn. Ich möchte alles haben. Halt, stopp. Voll die physikalischen Geschichten. Nass. Was kann ich dir hier abnehmen? Du brauchst das alles gar nicht, oder? Guck mal, hier ist ein Telefon. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Hören Sie das? Hören Sie? Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ha. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße. Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Oh. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße. Ist das jetzt eine Aufgabe? Was haben wir da jetzt gerade aufgesammelt, Mensch, ey? Ist es jetzt gerade eine Aufgabe Wir haben unsere Schaufel komplett verhuddelt? Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich erst, wenn ich tot bin. Das ist echt eine schlechte Idee. Als wenn du mich irgendwie kaputt schlagen würdest, mein Fräulein. Warte mal noch ganz kurz die Schaufel. Leute, bitte schreit jetzt nicht rum, ich brauche die Schaufel. Das war unser bestes Stück. Ich habe sie, lass mal kurz Winkelberechnung machen, von hier geworfen ungefähr. Wo war die Frau gestanden? Ich habe sie wieder vergessen, keine Ahnung. Circa da. Schäufelchen. Wie hoch habe ich gezielt, ich Vogel? Habe ich die komplett verhuddelt jetzt? Nee. Das wäre mir jetzt wirklich arg, wenn ich diese wunderbare Schaufel, dieses wunderbare Objekt der Schaufelhaftigkeit in den Wald geworfen. Ich habe sie echt weggeworfen. Oh mein Gott. Na, dann ist die jetzt erstmal weg. Wir finden bestimmt noch eine andere. Es gibt wahrscheinlich tausende von Schaufeln. Okay, also wir haben dieses kleine Haus hier jetzt schon mal befreit. Da hinten ist ein Sektenschrein, da ist ein Prepper-Versteck. Wir sollten vielleicht mal zu dem Sektenschrein gehen und gucken, was da so abgeht. Aber zuallererst gehen wir kurz noch von da oben über die Zipline runter. Und zwar nach links auf dieses Ding. Ich wollte mal wieder zum See fahren, ein paar Forellen fangen. Ah, da unten ist das da unten der Schrein? Warum kriege ich dir das nicht angezeigt? Auf einmal kriege ich hier oben nichts mehr angezeigt. Was ist das da hinten? 164 Meter? Keine Ahnung. Worauf ich hinaus will, oder worauf ich, wo ich drauf will, ist das hier. Das ging aber schnell. Gehen? Wow, wow, wow. Was heißt, gehen? Also Seilrutsche verlassen oder was? Ich weiß gar nicht, was das gehen heißen sollte. Kann ich einfach runterjumpen? Da ist ein kleines Hütchen, warte mal. It's your boy. Small Hut. Ah! Super. Das hat schon echt wehgetan. Ah, das ist... Ist das der Stausee? Nee, das ist der richtige See. Das ist noch so eine kleine Bootshütte. Oh, gibt's hier auch Alligatoren? Ich weiß noch, bei irgendeinem Far Cry bin ich so erschrocken. Weiß nicht, wie auf einmal so ein Alligator angegriffen hat. So richtig angefummelt. Boah, sieht das cool aus. Richtig nice. Ja, okay. Soweit, so gut. Ich würde sagen, als nächstes holen wir uns auf jeden Fall mal dieses Prepper-Versteck und gehen dann zu diesem Sektenschrein. Aber um die Spannung etwas aufrecht zu halten, machen wir das in der nächsten Folge, die heute wahrscheinlich auch noch kommen wird. Krass, hau ich heute raus. Ja, dann bis gleich.